Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch, Version 1.4. Wir werden jetzt Kartoffeln weiter ernten und düngen. Und wir sehen nochmal Folge 19 noch, glaube die erste aus. Hatte ich mal geplant, gerade Raps oder nun ist auch egal. Ja, nehmen wir auch Gerste, ne? Ja, die Kartoffeln und die Rüben, die sind noch ein bisschen was wir hinterher hinken. Da müssen wir heute noch schaffen. Heute ist letzter Herbsttag, letzter Tag, wo wir 6 Tage spielen. Morgen wird es ungefähr 3. Jetzt mache ich wieder eine Aufnahme, das soll kein Problem sein. Das ist dann nur ein paar Klicks und dann ist fertig. Und ab dann werden wir entsprechend uns auf 3 Tage pro Jahreszeit einstellen. Das heißt, tagsüber bei Bedarf jetzt auf 1, ne, und nachts entsprechend auf 30 oder auf 15, je nachdem, wie wir Zeit brauchen. Im Sommer ist ja die Nächte kürzer, da werden wir auch mehr schaffen. Im Herbst hier entsprechend immer andersrum, ne? Und im Winter ganz kurz. So. Da wollen wir nicht rein, wir wollen hier rein. Und wie gesagt, meine Fahrzeuge zahlen nur Lohn, ne? Also meine Fahrer. Man geht kurz auf Kursplay, Rechtsklick, dann auf Einstellung Rad, dann auf diesen hier Setting, wie heißt hier, dann geht man nochmal auf Räder und aktiviert. Danach dann haben wir auch Lohn. Ne? Da kann man unten auch an der Zeile sehen, hier in der Zeile, wenn man Maus raufhält, da kann man sehen, aha, hopp. Und hier ist es ja so, dass man mich auf Englisch ist, ne? Also blöd, ne? Aber gut. Das Kern ist auch okay, ne? Und dann kurz zurück, okay, und fertig ist die Hose. So, jetzt kann er weiterarbeiten. Wir müssen jetzt rüber zum LKW-Fahrer, ne? Der ist mal bei. Das ist hier CP, also unser Fuzzi. Und dann haben wir gleich unsere Rüben holen. Mal sehen, wie er steht. Ich habe hier deswegen nur einen Anhänger, weil ich hier gleich die Rüben verwerten werde, und zwar als Rübenschnitzel. Und zwar, da habe ich vor Ort gleich so ein Ding gebaut. Wieso ist er da ja so stehen? Ist er weitergefahren? Oder muss er noch zurückgefahren? Das ist überraschend, ne? Fehler im System, ne? Immer so, ne? Du. Das wäre natürlich blöd, wenn er stehen lassen würde, ne? Schauen wir. Ansonsten müssen wir manuell nacharbeiten. Kennen wir ja schon, ne? Dass der Kursplay-Fahrer nicht alles macht. Aber gut. Leider kriegen wir nicht alle mit. Lässt der Lappe stehen. Du. So nicht. So, Sonne blendet ein bisschen hier. Ja, scheint Sonne raus bei mir. Zum Spielen alles zu schade, aber gut. Machen wir trotzdem, ne? Und was soll ich meinen, eine Solarpaneele kraufkriege, dass ich den Strom selber erzeugen kann. Könnte sein, dass da die Dings alle ist, der Diesel. Könnte sein. Das wäre jetzt auch blöd, wenn ich keinen mehr rauskriegen würde. Leer kriegen wir mehr. Wo wollen wir Diesel holen, ne? Und der hat zwar auch mal drin. Aber dann nimmt er nicht an. Dann werden wir hier mal den Anhänger nehmen.
und uns mal ein bisschen holen vom Hof, ne? Man kann zwar auch direkt kaufen über über das Menü, aber das machen wir jetzt noch nicht. Originell, ne? Nummernschild, Zapfel dran, ne? Nicht ganz so korrekt, ne? So, alte Tanke. Also irgendeine Benzin fehlen sollte, also Diesel in dem Falle. Das Auto hat immer auch hinten noch einen Tank drauf, ne? Man kann sich da mehrere Fahrzeuge aussuchen, Typen. Man muss da keinen. Ja, die Tiere müssen auch noch versorgt werden, spätestens morgen früh. Ja, mal sehen, wenn wir ein bisschen Zeit haben. So, jetzt machen wir den Deckel auf, ne? So. Das geht ja voll. So, geht was rein, ne? Gedrückt, Aufnahme. Jo. Sonnenschein. Wie hell hier. Ja, Frisur sitzt. Raus. Heute nur Wasser. Später holen wir noch Kaffee. Komm mal her. Ja, Temperatur passt auch. Das ist jetzt Folge Nummer 7. Aber jetzt geht's bergab daher. Ich war gestern Abend total fix und fertig von der Arbeit. Warum weiß ich auch nicht. Aber ist halt so, ne? Bin gerade bei Bildbearbeitungsprogramm zu üben wegen das Ding hier, das Bild hier ist bei YouTube. Trimble-Ding heißt hier, kann es nicht aussprechen, aber das ist nicht so einfach. Jetzt habe ich schon was rausgefunden, ein Bild einfügen und so. Ja, das habe ich schon gefunden, aber die Größe anpassen. Das ist besser, ein bisschen besser ins Auge fällt. Aber das Bild bearbeitet besser, ist auch schon gut. Weil das macht es alles ein bisschen schärfer. Das ist dann auch schon eine Errungenschaft. So, 3000 Liter. Oh, eh keine. Das dauert Ewigkeiten. Das war also besser angehalten. LKW, wo bist du? Ach, da hinten. Da rennen wir gleich rüber. Jo. Jetzt wollen wir sehen, dass wir hier was einkriegen, ne? Oh, da ist schon was drin, ne? Aber nicht viel. Aber da der Arbeitszeit nicht, weil kein Titel da ist. Strom hat nicht gereicht. Von der Windmühle her. So. Doppel auch voll. Das ist typisch. Noch nicht voll, aber irgendwie hat er sich festgefahren. Aber rüben fast fertig. Anführungszeichen. Das funktioniert. Man muss alles allein machen hier. So. Entlassen, ne? Machen wir erstmal Allrad. Aber irgendwo Gegenschuss ist ein bisschen gegen, ne? Schwung.
Muss noch zwei Runden machen. Gucken, welcher Kurs es ist. Das ist der Kurs hier, ne? So. Der war's gewesen. Dieser Kurs, ne? Ja, der Kurs, dieser Kurs. Oh, wie schön, ne? Schön. Putzt und sauber, wie sein soll. Also Maschinen haben solche Sachen. Schöne Maschinen. Schöne Maschinen. Ja. Da klebt der Mund hier. Muss man mal was zu trinken holen. Hier rauscht es, hier rauscht es. Das hat reicht. Das reicht. Können wir mal bei Gelegenheit umfüllen, das können wir machen, ja. So, da haben wir es. Richtung Rübenschnitzel, der kleinere, wie ging es hier heißt da. Zucker haben wir noch nicht, das ist noch ein bisschen zu früh, da haben wir noch kein Geld für. Das war ein kleiner Flieger. Zum Glück sind wir auf den Räder gelandet. So. Wir haben garantiert auch bald noch einen Stall bauen müssen, neuen. Wegen der Schweine. So, wir mal schauen, wo wir den Träger finden, ne? Für Diesel. Eigentlich beim Dieselfahren, ne? Mach mal Deckel zu hier. Nicht so komisch. Ah! Da haben wir schon. Rübenschnitzel, 666.000. Wahnsinn. Wer ist voll? Kartoffeln. Sprinten, Junge, sprinten! Gib Gas! Zeit ist Geld, der Tag ist kurz. Fläche 8 Hektar, muss schaffen, ne? Also, Kartoffeln ist schon ganz schön heftig. Mengenmäßig meine ich jetzt hier, das ist schon ganz schön. Rüben geht es nicht schnell. Aber Kartoffeln, wird noch eine Weile dauern, ne? Dann noch einen zweiten Gerät zuholen müssen. Zumindest, ja doch, werden wir machen. Jetzt sind wir heute nicht fertig hier. Sobald wir die Rübenmaschinen abgegeben haben, also gehen wir da zurück und dann um und gleich einen neuen. Das können wir gleich machen. Kartoffeltechnik, da haben wir nur im Prinzip nur zwei. Und ein Mod. Ja. 3 Meter. Und da muss man ein Gerät zukaufen, sicherlich. Das ist der Grimmel. Original. Das ist der auch Grimme. Gibt es das mit Gerät vorn dran oder ohne?
Nehmen wir 10.000, ne? So. Ach, wenn wir was nehmen. 30.000. Eine goldene Mitte, da kaufen nicht. Mieten. Zurück. Schon wieder nicht so voll. Auch mal leer machen, ne? Ja gut, man könnte das natürlich sagen, okay, man könnte hier ein bisschen Lehm einhauchen, ne? Indem der Nachbarbauer auch noch was arbeitet, aber ich glaube, das ist performance-technisch ein Problem. So was man auch darstellen würde. Anführungszeichen, ne? Und ist weit weg. Ob ich daran komme, gar nicht. Bin doch da, lass er draus, das Ding. So. Der wird nicht ganz so leer werden. Aber der hat nicht mehr viel. Oh. Da haben wir Schwein gehabt, glaube ich jedenfalls. Dann müssen wir durch. Da. Jetzt haben wir, kann ich sagen, jetzt haben wir Schwein gehabt. Dass wir da uns nicht festgefahren haben. So. Mit dem mal noch kurz wegfahren. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und wink, wink. Ciao, ciao. Ja, wenn ihr Lust habt, es geht gleich weiter. Tschüss.